Und zwar habt ihr ja in den Träumen von Ludo gesehen, dass das Haus, ja, habt ihr herausgefunden, dass dort nämlich drei Personen waren, nämlich unter anderem die beiden Ritter von Sariel, Olanthius und Haruman, sowie ein Schundteufel namens Beel. Und dass sich ein alabasterner Tempel am Ort des Schwerts erhoben hat, der von Schorf überzogen wurde. Und um einen von ihnen aufzuspüren, habt ihr gerade einen Magier gesucht, der eben einen von diesen Personen für euch aufspüren kann. Da hattet ihr zur Auswahl einmal die Rote Rut, bei der ihr ja auch schon wart, die aber nur eben das Blut eines Balors oder eines Schundteufels bräuchte. Und ihr wusstet noch von einem Magier namens Mordenkainen, der irgendwo in seinem Turm unterwegs ist. Und habt ein Gerücht gehört von den Spiegeln von Mephista, mit denen man wohl auch Leute aufspüren kann, weil euch so nämlich wohl scheinbar die beiden Kopfgeldjäger aufgespürt hatten, mit denen ihr dann ja einen Deal abgeschlossen habt, dass sie euch nicht mehr jagen. Und was die letzten Wochen passiert ist, erzählt euch dann. Wochen. Ach du meine Güte. Je nachdem, wo du startest. Wir sind in einer Taverne schwarze Geweihe. Ich und Balthasar sind zusammen angereist. Nee, genau. Wir sind Hello, it's in me. dieses Heckenlabyrinth zurückgegangen, beziehungsweise erst einmal um das Heckenlabyrinth herum, um dort die verschiedenen Eingänge zu untersuchen. Und Kilian hat dann einen Eingang mit Fußspuren gefunden. Da sind wir dann reingegangen und den Fußspuren gefolgt zu der Mitte dieses Knochenlabyrinths, Waldlabyrinths, Heckenlabyrinths und haben dort eine Dame in der Mitte in einer kleinen Hütte getroffen. Die Hütte war verziert mit Knochen und Gedärmen. Und die Dame, die sich dann als Rote Rut herausgestellt hat, hat eine Kette mit Schädel von Säuglingen getragen, die Kinderreime schnatterten. Und sie hat uns gesagt, um jemanden aufzuspüren, brauchen wir das Blut eines Pitfiends oder eines Balors. Und sie hat uns gesagt, sie würde gerne in den höllischen Genuss des wandernden Emporiums kommen. Das müssten wir allerdings erstmal finden, weil das wohl mobil ist. Wir sind dann erstmal wieder gegangen und weitergefahren. Wir haben Verpflegung gesucht und Rationen und Wasser gefunden. Haben dann mathematisch ausgerechnet, was eine Flask ist, nämlich eine Pint und 8 Flasks sind eine Gallone und man braucht eine Gallone pro Tag und ein Topf ist eine Gallone. Und habe dann eine verwundete Frau getroffen, die sich, glaube ich, als Bera Talen Fragezeichen vorgestellt hatte, die angeblich aus El Turell entkommen sei. Sie wurde angeblich von einem Typen verfolgt, der sie töten will. Aber sie hat uns angelogen und wir haben sie überfahren. Und dann hat Balthasar sie getötet, nachdem wir sie eigentlich verhören wollten. Und dann haben wir eine Stimme aus einem Rucksack, aus meinem Rucksack nämlich gehört, potenziell von der Karte, die nämlich magisch ist, die gesagt hat, die reinste Seele lockt Unholde in eine höllische Falle, zapp, zapp. Und dann sind wir zu diesem komischen Turm gefahren, wo wir jetzt gerade vorstehen. Da relativ in der Mitte der Karte. Und der ist wohl umgeben von Sandsteinsäulen oder so und haben dort ein gefangenes Einhorn in einer Blase in der Luft hängend gesehen und eine große Frau mit einem dicken Hammer gefunden, die wohl ein Dao ist, wenn man dem Handout glauben kann. Und ja, da sind wir jetzt. Link. Genau, ihr wolltet, glaube ich, gerade die Dame ansprechen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, Thymus wollte vorgehen. Ich wurde vorgeschickt. Aber ja, ich würde auf sie zugehen. Okay. Jetzt bin ich mal kurz was gucken. Initiative. Ja, wie nah möchtest du dich? Ich glaube, ja, aktuell ist das ja noch irgendwie, Leute waren 150 Fuß oder so entfernt, glaube ich, hatte die erstmal angehalten. So, dass ich mit Schreien, also so, dass sie mich mit Schreien verstehen kann. Okay. Nicht in Hammerweite, auf gar keinen Fall. Hey! So stelle ich mir das vor. Hey, was hast du mit dem Hammer davor und was macht das Einhorn hier? Das ist der falsche Ort für ein Einhorn. Die Person scheint nicht zu reagieren. Verstehst du, was ich sage? Scheint auch, sie scheint sehr verschwommen zu wirken. Leute, ich glaube, die ist nicht echt. Habt ihr mir was ins Müsli gemischt? Eigentlich nicht, aber vielleicht ist das ja der Helm. Oh, das könnte auch sein. Inafix, und ich klopfe auf die Schulter. Fahr mal ein Stück näher. Ich glaube, ihr seid schon ausgestiegen. Ja. Ach so. Okay, dann. Schon verstaut. Du kannst näher laufen. Dann würde ich näher laufen. So auf 100 Fuß weiter. Ja. Ist sie immer noch verschwommen? Ja. Ey, wink mal, wenn du winken kannst. Und ich fange an zu winken. Die steht weiter still, scheinbar in einer Pose. Leute, ich glaube, die gibt's gar nicht. Ich glaube, das ist eine Fata Morgana. Und ich gehe auf 50 Fuß näher. Vielleicht sollten wir ihn da nicht unbedingt allein lassen und ich würde mich der Thymus ein bisschen nähern. Ich möchte lieber weit wegstehen. Ich nehme zufällig ein Bild für euch, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, aber ich gucke mal kurz nach. Aber von der Tussi hattest du uns eins gezeigt. Ja, genau, aber ich gucke gerade, ob ich von dem Ort hier ein Bild. Nee, okay. Genau, ja, du näherst dich. Scheint immer noch irgendwie sehr statisch auf dich zu wirken. Ich kneife meine Augen ganz eng zusammen. Nee, wirkt nicht echt. Nee. Ich würde einen Stein aufheben, wenn da einer rumliegt und den danach werfen. Zumindest in die Nähe. Nicht abwerfen, sondern halt nur so daneben. Ich würde mich umschauen, ob das hier auch eventuell ein Hinterhalt sein könnte. Hier meine Finger. Mach mal einen Perception-Check. Du siehst nur die große Person mit dem Hammer und dein Einhorn, gefangen in einer Energiekugel. Okay. Ja, du wirfst einen Stein in die Nähe. Sie scheint nicht zu zucken oder irgendwie andersartig drauf zu reagieren. Oh. Ich würde versuchen, das Einhorn anzuquatschen. Ey, Einhörnchen, geht's dir gut? Einhorn ist sich wohl nicht so sicher, ob es ihm gut geht. Not sure about that. Ich würfel. Hat einen harten Tag auf der Arbeit. In dieser Bubble. Hallo.
Okay. Könnten die reden? Bestimmt. Warum gibt es aber das bestimmt noch ein, noch nicht ersetzt? Das letzte Einhorn hat mit uns geredet. Ja. Unicorn. Aber ich glaube auch nur telepathisch, oder? Ja, aber wenn ich das anschreie, dann wird er schon verstehen, dass ich mit ihm sprechen will, glaube ich. Okay. Das scheint nicht zu reagieren. Dann gehe ich so auf etwas mehr als Armlänge Abstand zu der Frau mit dem Hammer hin. Eine Corona-Länge Abstand. Genau, eine Corona-Länge Abstand, das ist gut. Ja, das tust. Die steht ja, also ich kann euch auch mal wo sind wir denn da? Da muss ich euch nur mal reinziehen. Damit ihr auch was seht. Ihr kommt ja, von wo kann, ihr kommt ja irgendwo von rechts, mal rechts unten da. Da so. Das du Einhorn ist in der Luft. Das Einhorn ist 50 Fuß in der Luft. Ist das ein Käfer? Ja, das sieht aus wie so ein Skarabäus-Ding. Und ich stehe auf seinem Rücken. Oh! Die steht halt irgendwo an der Säule da, hatte ich ja gedacht, und wo als wenn so eine Armlänge Abstand halt oder so. Genau. Aber sie rührt sich immer noch nicht, obwohl ich so nah dran bin. Ja, dann würde ich sie anfassen wollen. Ob du alles anfassen willst? Du versuchst sie anzufassen und quatsch durch sie durch. Und wieder einen Kampf gewonnen. Leute, die ist nicht echt. Kommt auf den Meter ran hier. Ey, ihr darf nix. Du kennst dich doch mit Illusionen aus. Oder? Und jetzt kannst du ja welche machen. Meinst du, das ist eine? Ja. Also tun müsste sich wieder, es ist eine, immerhin hat er gerade durchgegriffen. Ja. Kann ich ja auch mal rangehen und dran tippen. Schon mal sehr wenig echt. Kann man irgendwie herausfinden, wer diese Illusion gemacht hat? Vielleicht ist das wie so ein Anrufbeantworter. Ich glaube nicht, dass du sowas wüsstest, wie man sowas herausfinden kann. Der Anrufbeantworter. Aber vielleicht können wir eine Nachricht hinterlassen und wir kommen gleich wieder. Ich meine, die scheint uns ja irgendwie beschützen zu wollen oder verhindern zu wollen, dass man zu diesem Einhorn kommt. Ja, dann geh mal zum Einhorn. Hat sie sich denn überhaupt bewegt? Nö, gar nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Ich war so nett und höflich wie immer. Ja, dann gehe ich Richtung Einhorn. Wie gesagt, du stehst ja jetzt schon eigentlich an dem großen Fundament dran. Okay, also es ist. Und es schwebt halt über dir in der Luft 50 Fuß in der Höhe in einer Energiekugel. Kann ich die Energiekugel mit einem Stein abwerfen? Kannst du gern tun. Dann würde ich das versuchen. Und ich werfe einen großen Stein.
gegen das Energieschild. Ja, du wirfst einen Stein gegen das Energieschild, der Stein prallt ab. Ha! Der gute alte Stein hat nichts gebracht. Versuch's mit einer großen Nadel. Können wir da mit dem Bogen raufschießen und versuchen, die Blase zu treffen und nicht das Einhorn? Ich bin kein guter Schütze. Obwohl, das ist nicht... Du kannst ja mal probieren. Du hast doch keinen Bogen, oder? Nee, ich habe Dartpfeile. Die sind ja für sowas gemacht. Ja, lass mich das mal probieren. Ich würde versuchen, mit einem Pfeil die Blase zu zerplatzen. Ja. Dann. Auch dein Pfeil scheint von der Blase abzuprallen. Versuch's nochmal. Auch der nächste Pfeil scheint abzuprallen. Und auch der nächste Pfeil scheint immer noch ab. Pass auf, gleich hast du keine Pfeile mehr. Okay, ich gehe die Pfeile wieder einsammeln, die Hälfte. Ja. Ich würd mal so eine Säule genauer untersuchen. Ja. Hat das nicht letzte Woche schon gemacht? Ich hab Déjà-vu. Dann, was würdest du denn, was ist denn deine Intention? Keine Ahnung, irgendwie was, ob da vielleicht Zauber ist oder irgendwie was Magisches oder, ja. Oder vielleicht ein Hebel oder sonst irgendwas. Ja, und gib mir mal Investigation. Tschu. Du tastest das so im Boden näher ab, so wo du halt überall rankommst. Bist du einmal ringsrum und scheinst zumindest nichts Mechanisches irgendwie zu finden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Teile nur mit Magie funktionieren. Also sie guckst du das auch an, sieht halt irgendwie verrostetes Metall aus oder so. Balthasar, könntest du hier mal nach Magie-Ausschau halten? Natürlich. Ich. Du siehst auch so schon, dass du auf jeden Fall Magie da oben in der Kugel siehst. Magisch aus. Wie genau muss man sich das vorstellen? Kommt man von der Spitze des Turmes an die Bubble ran? Jetzt genau zwischen den beiden Spitzen sozusagen schwebt die Kugel. Mhm. Wie weit auseinander ist das? Als ob die Energie sozusagen aus den Spitzen rauskommt in die Kugel. Vielleicht können wir so eine Spitze kaputt machen. Ja, aber dann müsstest du hochklettern. Vielleicht könnten wir einfach den ganzen Turm kaputt machen. Also gibt es irgendwo Hebel oder Mechanismen oder irgendwas? Also auf dem Boden näher hat Gideon nichts gefunden. Also ich meine jetzt nicht im Boden, also da vorne ist ja hier diese Spitze oder so. Ist da irgendwas oder halt da drunter? Welche Spitze? Moment, ich brauche hier irgendein Tool, das da kurz nähert. Da war Linksklick genug teilen. Da. Achso, nö. Das geht ja alles in die Luft sozusagen. Ah ja, okay, also hier geht's so hoch. Rotymos, hast du noch deine Spitzhacken? Klar! Und ich nehme eine aus meinem Rucksack. Hier. Also ich könnte versuchen, die Magie zu
zu vertreiben oder zu zerstören. Ich weiß aber nicht wirklich, ob das funktionieren wird. Ja, entweder du versuchst es oder ich mache jetzt hier, oder ich fange damit an, hier so einen Turm wegzuhacken. Geh dann, caste ich Dispel Magic. Auf welche Stufe viele? Das tust du. Aber die Kugel scheint weiter da zu sein. Ah. Das ist auf jeden Fall kein einmaliger Zauber, scheinbar, der das Einhorn gefangen hält. Vielleicht müssen wir hier wirklich irgendwas an dem Apparatus hier kaputt machen. Und ich nehme die Spitzhacke und fange an drauf zu hauen. Typen ist eine Spitzhacke drin, ja. Ja. Was macht die denn? Ich hab die Spitzhacke. 1, 8. Was ist denn der Key? Ich bin Zwerg, warum sollte ich keine Spitzhacke haben? Kann ich besser nach oben? Aber du bist auch Mönch. Okay. Auch Mönch, auch Zwerg. Warum hast du irgendwie mehrere Spitzhacken dabei, glaube ich, oder? Wir wollten doch unten in der Kanalisation damals. Damals? Ja, das gute Loch, das war so eine gute Idee. Oh, das sind schon zwei. Haben wir das nicht als Zeck angezeigt, weil wir bestimmt nicht das manuell erkennen. Oder? Oder so? Ah, so, okay. Jetzt hast du eine Pickaxe drin, kannst du ja mal angreifen. Ja, du haust dagegen. Es scheint abzuprallen. Wieder. Einfach nur Metall. Abzuprallen und nichts löst sich. Nee. Kräftiger, zeig mal, was du in den Muskeln hast. Nicht mal ein Kratzer. Nicht mal ein Kratzer. Da hau ich noch mal drauf. Mit Schmackes. Weiterhin kein Kratzer. Und scheint noch nicht mal. Durch das Metall durchzukommen. Jetzt scheinst du eine Metallplatte zu lösen. Ist so geht das. Ja, gib's der Säule, los. Ja. Gibt nichts, wo wir mit roher Gewalt nicht weiterkommen würden. Tut sich hier irgendwas oder? Weil... Du hast eine Metallplatte gelöst. Gut, dann hau ich weiter drauf, um noch mehr Metallplatten loszulösen. Scheint es wieder nicht durchs Metall durchzukommen. Kann ich ihm irgendwie helfen, indem ich durch mein Eldritch Blast, so wie es mit so einem Schweißgerät, das da ist, wegschweiß. Gegenschießen, ja. Ja. Kriegt er dann Advantage. Achso, aber warte mal, bevor du das tust. habe ich nämlich fast schon wieder was vergessen. Und zwar... Kilian hämmert da drauf rum und aus der Erde erhebt sich eine Gestalt
zwar sieht die so aus. Oh, surprise! Oh. I've never seen you before. Gillian, hör auf. Aber kann man sie diesmal Balthasar, anpassen? Du siehst auch, dass sie einen Zauber wirken möchte, falls du was tun möchtest, kannst, was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob du irgendwas hattest, nur... Ja, theoretisch könnte ich das counterspellen, aber ich kenne die nicht. Keine Ahnung, ich mache erstmal nichts. Okay. Ja, sie zaubert etwas und spricht dann zu euch. Und zwar... Sonst wird das nochmal kurz checken. Okay, sie erzählt euch, dass sie euch den Turm nicht zerstören lassen kann, weil sie an einen Pakt gebunden ist, der sie verpflichtet, diesen Turm zu beschützen. Mit wem ist denn der Pakt? Und kann man sie irgendwie von dem Pakt befreien? Der Pakt ist mit jemandem namens Bitter Breath oder Bitter Atem auf Deutsch. Bitter Atem. Wenn ihr mir helfen würdet, den Vertrag zu zerstören, könnte ich euch auch sicherlich helfen. Aber ist denn auch dem Einhörnchen geholfen? Ich möchte dem Einhorn helfen. Was genau steht denn in dem Vertrag? Also sie muss alle Eindringlinge bekämpfen oder was? Oder sicherstellen, dass das Einhorn gefangen bleibt? Ja, ich muss sicherstellen, dass der Turm nicht zerstört wird. Und wo wäre dieser Vertrag und wie könnte man den auflösen? Den Vertrag wird sicherlich Bitter Atem irgendwo bei sich bewahren. Weißt du, wo wir den finden? Zumindest so ein bisschen. Wir suchen nämlich sehr viele Sachen und sind im Finden nicht so gut. Also an sich könnten wir Hilfe gebrauchen. Wir brauchen Blut, wir brauchen das wandelnde Emporium, wir bräuchten den Standort von zwei Leuten. Oh. Mächtige magische Artefakte. Wenn man mit ihr einen Pakt macht, dann ist sie bestimmt sehr stark. Vielleicht ist sie so stark wie so ein Ding, wovon wir Blut brauchen. Weiß nicht, ob vielleicht. Sie Blut hat. Sie sieht ziemlich ehrlich aus. Ich wollte auch fragen, ob sie überhaupt Beine hat. Das sah nicht so aus. Sieht nicht so aus. Ein bisschen Schwund ist ja immer. Halt Erde statt Blut bringen. Sie fragt euch, was ihr denn alles sucht. Vielleicht kann sie euch ja bei einem behilflich sein, wenn ihr ihr helft. Ich hätte auch sie so befreit und dann einfach auf ihre Hilfe gehofft. Ich glaube, sie kann uns bei irgendwas helfen. Aber ja, ich weiß leider nicht, wo er sich aufhält. Wie viele der Warlords wird er wahrscheinlich durch Avernus streifen, aber hat bestimmt auch irgendwo eine Basis. Boah, ich wünsche mir jetzt echt irgendwie so einen Kompass von Jack Sparrow. Ja. Kopf des Navigators.
Aber Herr Gold, Dinge, die wir... ...der vorgeschickt wird. Ich habe nur die Hälfte gehört. Ich auch. Ich weiß nicht, ob die anderen mehr gehört haben. Nee. Herr Gold, Sie wissen, was wir suchen. Teilen Sie das der Dame bitte mit. Okay, also wir suchen zum einen das Blut eines Pitfiends oder Balors. Ja. Dann suchen wir den Standort des wandernden Emporiums. Dann suchen wir den Standort von wie hießen sie? Olantios und Haruman. Ja, ich glaube, das war's. Die Zitadelle? Ah, genau, die Alabaster-Zitadelle. Oder so. Und den Standort des Zauberers Mordenkainen. Hast du die Spiegel genannt? An die Spiegel erinnere ich mich noch. Und potenziell die Spiegel von Memphista. Nun, wenn ihr mir helft, den Vertrag aufzulösen, könnte ich euch verraten, wo ihr den Turm von Mordenkainen finden könnt. Hey, das klingt super. Ja, das ist ein Anfang. Okay, das heißt aber, wenn wir den Turm selber finden, dann... Und alternativ, jetzt irgendwas zum Thema Blut? Blut. Naja. Ihr könntet, keine Ahnung, Beel ist ein Pitfiend. Aber ist das nicht hier der Boss, der irgendwie alles hier leitet? Oder zumindest einer davon? Der ist doch bestimmt ganz schön mächtig. Er war mal ein Boss. Mittlerweile ist er es nicht. Aber, okay. Aber mächtig wird er sicher nicht trotzdem. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, okay, dann machen wir das, oder? Es ist eine wie gute stark Spur. Sie... Okay, ich würde trotzdem mal so genauer hinschauen. Wie stark sieht sie denn ungefähr aus? Nun, sie ist erstmal schon mal doppelt so groß wie du. Oh, okay. Und hat einen großen Hammer in der Hand. Und hat einen Hammer, der wahrscheinlich größer ist als du. Okay. Dann werde ich auf jeden Fall aufhören, den Turm zu beschädigen. Okay. Was habt ihr jetzt vor? Hast du denn irgendeine Idee, wo dem seine Basis ist? Also von dem. Ich hab doch schon gesagt, pass doch auf! Sie hat uns hier wieder gesagt, von wegen, der zieht hier um die Gegend. Und er hat irgendwo eine Basis. Ich weiß nicht, ob der eine Basis hat. Vielleicht? Du siehst ja, die meisten Kriegsherren haben eine Basis. Aber wo? Keine. Wo weiß ich nicht, okay. Ja, dann machen wir uns erstmal wieder auf den Weg. Hast du vielleicht noch ein cooles Artefakt für uns, wie den Helm oder so? Oh ja. Und ich zeig auf meinen Helm. Sie schüttelt den Kopf. Ja, ich weiß, ich stelle komische Fragen. Aber dann sage ich mal bis später. Und fang an zu gehen.
Weißt du, wie man sich in Schlachtross verwandelt? Inki. Die buddelt sich jetzt wieder in die Erde. Jetzt wundert sie sich nicht mehr über komische Fragen von Thymus. Ja. Gut, dann gehe ich auch. Ja, meine Freunde, jetzt haben wir nur noch mehr Dinge, die wir suchen. Wir haben noch ein Teil, was wir potenziell finden könnten. Unsere Finderrate ist nur nicht so gut. Also Dinge, die, Dinge, die wir nicht suchen, finden wir sehr gut. Ja, bis jetzt finden wir nichts, was wir finden wollen. Vielleicht können wir dem nächsten, den wir finden, einfach ein Einhorn anbieten. Vielleicht lösen sich die restlichen Probleme von selbst. Maybe. Ja, also ich würde dann wieder ins Auto steigen wollen. Wir müssen ja dann weiter. Das könnt ihr tun. Dann schiebe ich euch auf die KT. KT. Die KT. Los, Inafix, auf mit dem Helm und ja, weiter, weiter. Brumm, brumm, brumm. Wie viel Sprit haben wir denn noch? Für ein paar Tage. Wie viele Tage sind wir schon gefahren? Lass mich mal kurz chillen. Also das heißt aber gut. Ja, wir hatten einen Tag also bisher. Ohne Sonne und Mond und Tag. Und wir haben nicht geschlafen, ich zähle Schlafen als Tag. Okay. Was so ein Nickerchen wäre das Feines. Bier wäre was Feines. Bier. Wir müssen das Einhorn befreien, das kann bestimmt Bier herzaubern. Ich würde sagen, ihr habt noch so einen Tag, anderthalb Tage. Ja, dann auf geht's. Dann fahre ich wieder auf die ursprüngliche Route. Erstmal sagst du mir, wo du hin möchtest. Auf die ursprüngliche Route, also okay. Die grüne Linie. Ja, dann genau. Muss ich würfeln. Ja, aber ich sag 2W4. Das ist, glaube ich, nicht korrekt. Was? Ich musste immer 2W4 würfeln. Ja. Was? Vielleicht haben wir ein Upgrade bekommen. Immer 2W8. Hä? Das hört sich besser an. Ist irgendwie unser Motor gewachsen? Schaut er jetzt irgendwie so ein Dämon raus? Flash hatte doch recht, du machst dir die Regeln, wie du willst. Ich mach mir die Welt, wie die Misi mir gefällt. Ich mach mir die Welt, wie die Misi mir gefällt. Du fährst also irgendwo zurück. Es gibt ja keine grüne Linie, von daher. Ja, aber da, wo wir hergekommen sind. Wir sehen doch die Spuren. Für dich sieht alles gleich aus. Oh nein, ich habe eine super Orientierung. Oh ja, du denkst, du fährst zurück. Na toll. Ja, aber irgendjemand wird doch hier Survival ein bisschen höher haben und dann uns navigieren können. Das ist schon ziemlich hoch, Kollege. Schön. Wo möchtest du denn jetzt hin? Ja, ich möchte, dass wir von dem Turm zurückfahren zu dem, wo wir abgebogen sind. Ja, das macht ihr ja schon. Okay. Aber wir wissen nicht, ob wir das tun. Also, ob das richtig ist. Das wisst ihr sowieso allgemein.
Kann ich denn jetzt hier, also macht das dann Sinn, dass ich das auf der Karte hier bewege? Naja, es macht erstmal Sinn, dass du mir sagst, wo du denn hinfahren möchtest vielleicht. Ja, das, was wir vorher ausgemacht haben, Richtung Osten. Also weiß zu diesen Riesen, ist. Zu den riesen fliegenden Dingern da. Ja, genau. Tentakel. Vielleicht ist ja dieses, diese Pyramiden hier auch irgendwas. Dann würfel mir mal 2W4. Ha! Oh, das war nicht so gut wie letzte Woche. Okay. Rum! Dann, nochmal kurz. Okay. Nicht so viel Brumm, Sprit und so. Brumm. Bis einer entscheidet, dass ich nicht mehr fahren soll. Mach ich Brumm. Ich kann ja nicht fahren, ich hab einen Helm. Selber schuld. Das liegt nur an deinem Fahrstil. Was? Da braucht man einen Helm. Versuch ihn doch mal auszuziehen. Nee, ist sonst unsicher. Ich hab nicht die Karten. Ja, ich mach mich bitte gut. Mehr oder weniger. Aber wir sind doch bisher überall hingekommen. Keine Unfälle gebaut. Du bist über Leute drüber gefahren. Das war ja Absicht. Das stimmt allerdings. Und das nächste Mal fährst du absichtlich über Gold. Ich sehe das ihr schon. Ihr wolltet, kommen. Dass ich das tue. Was? Siehst du Gold? Die will über dich drüber fahren. Warum sollte ich über Gold drüber fahren? Ich finde das nicht in Ordnung. Was erzählt ihr für ein Quatsch? Also ich weniger Brumm. Dein Helm kommt. Tut dir nicht gut. Nö, naja, ist ja auch nicht so schlimm, gut. Jo. Brumm. Ja, du brummst ein wenig. In Richtung Osten auf der Karte vielleicht. Und dann siehst du etwas vor euch. Und zwar siehst du vor euch ein schwarzes Objekt, was scheinbar ja, du siehst ein dunkles Objekt am Horizont. Es wirkt verschwommen durch die Hitze hier. Und es ist schwer zu erkennen, ob das Objekt irgendwie am Fliegen ist oder am Springen. Oder kannst nicht ganz genau erkennen, irgendwie, was da passiert. Aber scheinbar taucht es immer kurz auf für ein paar Sekunden so. Und verschwindet dann wieder schnell. Ich kneife die Augen zusammen. Versuche eher noch was zu erkennen. Fahre aber langsam weiter. Ja, du näherst dich und erkennst irgendwie langsam, dass das Objekt scheinbar sich irgendeinem großen Stein hoch und runter bewegt. Der Stein ist scheinbar geformt wie so ein Halbkreis, also ein umgekehrter Halbkreis. Man könnte auch sagen, wie eine Rampe. Genau, und das Objekt fliegt dann immer in die Luft mit einem großen Sprung und bewegt sich dann wieder runter. Und dann kommt es auf der anderen Seite wieder hoch
Und dann auf einmal stoppt es aber und scheint auf dem Stein zu landen. Und du näherst dich noch ein bisschen und siehst, dass das scheinbar ein zweirädriges Fahrzeug zu sein scheint. Ist das eine Halfpipe? Ja, du weißt nicht, was das ist. Aber ja, ja, es scheint wie eine Halfpipe zu sein. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das aussehen soll. Ich habe mir das nämlich gerade nicht vorstellen können. Ich, Du knöpfst deine Augen irgendwie zusammen. Es scheint so, als ob da irgendeine Gestalt von diesem Fahrzeug abzusteigen scheint. Okay, ich rufe in den Wagen. Hey, ihr da! Könnt ihr erkennen, wer da vorne, der da vorne ist? Da scheint einer von so einem Fahrzeug runterzusteigen. Ja, das ist bestimmt Walter. Woher sollen wir wissen, wie der heißt? Und wer das ist? Was bist du denn so krawallig? Du machst rum. Ich steig aus, also ich steck meinen Kopf aus dem Fahrzeug, um besser gucken zu können. Ja. Und ich sehe auch das aussteigende Ding. Ja. Oben auf einem Berg siehst du halt einen. Wie weit sind wir denn noch entfernt? So 500 Fuß. Okay, dann würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen näher fahren. Ja. Langsam. Achtet mal drauf, was das sein könnte. Okay. Manchmal ist es, da rutscht der Helm so nach vorne und dann sehe ich nichts. Und das ist, für mich sicher, aber es ist nicht immer bequem. Sieht so aus, als würde die Gestalt in eure Richtung gucken. Gruselig. Und scheinbar mit der Hand winken. Ich wink auch. Schon wieder. Ich fange an zu lächeln und winke. Gib mir mal einen Perception-Check, Timus. Perception da. Okay. Scheinst irgendwas Grünes zu erkennen. Ey Leute, ich glaube, das ist ein Alien. Das ist grün. Oder ein Ort. Alien. Was ist ein Alien? Ja, da müsst ihr mal. Da gibt es die Area 51. Da müsst ihr mal mit den Gnomen sprechen. Die haben da was. Könnte auch ein Ork sein, weil ich Gol ansehe und sehe, dass der auch ein bisschen grün ist. Ey. Gar nicht? Vielleicht ist er ein Frosch. Doch, so ein bisschen, ja. Ja, okay. Nur Gol hinter den Ohren. Also nur weil man grün ist, muss man nicht gleich ein Ork sein. Okay. Aber ich gehe wieder raus mit dem Kopf. Was kennst du denn noch für grüne Wesen? Gol? Frosche. Sag ich doch. Freude. Schleim. Schlangen. Schleim. Grüne Tieflinge. Grüne Menschen. Menschen. Okay. Grünliche Genasi. Ein grün angemalter Stein. Ein Busch. Ein grünes Dreieck. Elian, wenn er zu viel getrunken hat. Ich sag Ina fix, sie soll näher fahren. Der scheint nett zu sein und er ist grün. Nur weil er winkt? Wie viele Leute haben uns in diesem Abenteuer schon zugewunken und wollten uns dann töten? Null. Nur so 2.000, 3.000. Die haben uns alle nicht gewunken. Ich finde das eine gute Bilanz. Okay, ich war näher. Okay. Vielleicht ein bisschen näher. Timus, du kannst schwören, dass du im Gesicht dieser grünen Gestalt ein riesiges Grinsen erkennen kannst. Ja, das scheint nett zu sein. Es grinst. Ich winke und brülle, hallo, wie heißt du? Ihr seid noch ein bisschen weit weg, hört euch noch nicht. Na fix, fahren wir noch näher ran. Ich fahr doch.
Ich hab gesagt, dass ich stehen bleibe. Für das nächste Abenteuer wünsche ich mir ein Fernglas und ein Fernglas und ein Megafon. Ein Megafon. Ja, du fährst näher, Thymus winkt weiter fröhlich. Und dann siehst du irgendwann, dass die Gestalt wieder aufs Fahrzeug steigt und euch entgegenfährt. Ich sag Ina fix, dass sie ruhig langsamer werden kann, weil wir immer noch nicht wissen, ob sie uns gleich töten will. Aber ich glaube eher nicht. Ina fix will mich töten. Genau. Da wäre ich mir auch nicht so sicher. Ja. Ich fahr weiter, aber. Ja, ihr seht aber ich bin ja eh langsam. Ihr seht eine schlanke Figur, die direkt auf euch zukommt, auf ihrem zweirädrigen Fahrzeug. Mit einem breiten Grinsen im grünen Gesicht und bringt sein Fahrzeug direkt vor euch zu einem Halt. Und scheinbar mit so einer Art Drift fängt er direkt vor euch an. Oh, den Trick musst du mir zeigen. Und du siehst auf jeden Fall, dass ein großer Haufen an Erde direkt so vor eure Füße geschleudert wird. Wow. Aber vorsichtig. Und dann springt er grazil von seinem Sitz und verbeugt sich vor euch. Ich versuche mich auch so halb zu verbeugen, aber ich gucke ja da so raus, das ist schwierig. Hast du ein Bild, damit ich... Kann mir nur noch so einen schlaksigen Alien vorstellen. Mit drei Fingern. Alles richtig gemacht. Und, ja, das geht nicht mehr weg. Handout für euch vielleicht. Ich zeige euch erstmal das Bild hier. Ah, oh. Also er ist ja hübsch. Er ein Loki. Also ich glaube, der ist kein Ork. Aber ich sehe an der rechten Hand nur drei Finger. Er sieht aber nicht so nett aus. Weckig. Ganz schön viel Grünzeug für die Hölle. Mm. Der ist bestimmt hier auch nicht ansässig. Okay. Genau. Er verbeugt sich vor euch und sagt, Grüße, angenommene Reisende. Lass mich vorstellen. Ich bin Grinsa. Ich bin ein Gesandter von Taimora, höchstpersönlich. Wem? Mach mir doch mal einen Religion-Check. Ja, können auch alle, wenn ihr wollt. Okay, hat sich das ja zumindest gerade gefragt. Religion habe ich eine starke Null. Going strong. Ja, trotzdem funktionieren. Weil du weißt, dass Taimora die Göttin des Glücks ist. Göttin des Glücks? Okay. Also ist die eher in den oberen Etagen angesiedelt oder schätze ich mal in der Mitte gar nicht? Unten weiß ich das. Ja, die wäre wahrscheinlich eher so chaotisch gut. Okay. Es freut mich, dich zu treffen. Was verschlägt dich in diese gottverlassenen Lande? Und ich frage ihn, von wem? Ist die Göttin des Glücks. Es scheint, als hätte sie mich mit eurer Anwesenheit gesegnet. Mit wem habe ich es denn zu tun?
Ich bin Thymos und winke. Das da ist Gold. Ich zeig auf den Ork, der ist auch grün. Das ist Kilian, der ist ein bisschen komisch und fragt Leute, ob sie sich in ein Ross verwandeln können. Ich glaube, ihm sind die Namen scheißegal. Ich glaube, das ist ein Traum. Das ist Balthasar. Und das ist Inafix. Die macht auch Brumm-Brumm. Und da sollst du gleich bitte das komische Dreckaufschleuder-Ding zeigen. Und wir sind. Dreckaufschleuder-Ding. Sie meint, wie man ein Fahrzeug zum Halten bringt? Ja, aber. Nein, wie man ein Fahrzeug cool zum Halten bringt. Ich weiß leider nicht, was das bedeutet. Ja, das dachte ich. Ja. Ja, und wir sind Abenteurer und sind eigentlich keine Abenteurer, eigentlich nur Suchende. Und was führt euch hierher? Ja, die Suche. Die Suche nach was oder wem? Gold, ein Auftritt! Also, wir suchen unter anderem das. Wo habe ich es mir aufgeschrieben? Da habe ich es mir aufgeschrieben. Das wandernde Emporium. Unser Questlog ist halt schon voll. Ein sehr schönes Badehaus sein. Dann suchen wir das Blut eines Pitfiends oder Balors. Oder ähnlich stark. Oder ähnlich stark. Dann suchen wir den Turm eines Magiers. Und die Spiegel von Mephista sowie einen Alabaster-Tempel. Und Olanthios und Haruman. Und seit neuestem hier Bitter-Dings. Bitter-Arte. Kannst du auf deine Liste noch draufschreiben. Ja. Und Bitter-Atem. Ja, also wie du siehst, ganz schön viel zu tun, ganz schön wenig Erfolg. Nun, vielleicht kann ich euch ja weiterhelfen. Vielleicht könnt ihr mir ja auch weiter. Oh also. Nein! Was suchst du denn? Nun, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich mal eine Gruppe an Abenteurern geschürt, so wie ihr selbst. Außer, dass sie orangenes Fell hatten und schärfere Zähne, aber sonst so wie ihr selbst. Und ich habe die Hobgoblins als meine Freunde eingesehen, aber scheinbar wurde meine nette Art wohl hintergangen. Und zwar von einem Teufel namens Bitteratem, der mein Reichtum von mir gestohlen hat. Er hat meine eigenen Münzen verwendet, um meine Freunde gegen mich zu wenden. Und, das ist ein fieser Fiesling. Und da ihr ja auch ihn scheinbar sucht, vielleicht wollt ihr euch mir anschließen. Was für eine glückliche Fügung. Hast du denn eine Ahnung, wo er sein könnte? Ja, ich habe auf jeden Fall einen Plan. Also eigentlich, glaube ich, ist es andersrum. Du musst unserer Party joinen, aber ansonsten alles okay. Das ist zumindest nichts Neues, was wir suchen müssen. Ich bin glücklich. Ich packe meinen Kofferliste, wird nicht noch länger. Erzählt euch auf jeden Fall noch, dass nur mit dem letzten Funken seiner Gerissenheit der Götter, die ihn gesegnet haben, hat er es geschafft zu entkommen. Und genau, sagt halt, dass ich gehe davon aus, dass Timeower mich mit euch gesegnet hat, um mir behilflich zu sein,
und wieder ein bisschen meiner Würde wiederzugewinnen. Und vielleicht auch ein Teil meines Reichtums wiederzuerlangen. Ja, ich glaube, wir brauchen nur sein Blut, also vielleicht, wenn er stark ist, und einen Vertrag von ihm. Den müssen wir kaputt machen. Den können wir natürlich auch. Und dann ja. Den Reichtum. Ja, ja, Reichtum für dich. Vor allen Dingen bräuchten wir hier ein oder zwei Seelenmünzen für unser Auto. Das kriegen wir hin. Wie heißt der Kerl? Bitteratem. Nein, nein, der, mit dem wir gerade reden. Nein, wie du heißt. Ja, ich heiße Lächler. Das passt gut, das finde ich gut. Was für eine Rasse ist er? Er ist ein Elf, so wie es aussieht für euch. Alles klar, okay. Ist hier eigentlich runtergekommen? Gute Frage. Da müsste ich bestimmt mal auf seine Seite blättern. Vielleicht steht das. Die Frage, steht da vorne oder steht er hinten? Stimmt, da steht er, glaube ich, nicht bei dem, oder? So, Nun, ich wurde schon vor langer Zeit von meinen Gefährten hier zurückgelassen. Das ist aber schon verdammt lange her. Seitdem ja. Habe ich hier ein bisschen mein Unwesen getrieben. Ein paar Abmachungen okay. Mit ein paar Kumpeln getroffen. Okay, du wurdest hier zurückgelassen, aber das erklärt ja noch nicht, wie was Lebendiges in der Hölle ist. Seid ihr etwa nicht lebendig? Ja. Aber wir hatten viel Pech. Ja, seid ihr nicht die Einzigen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann so das Übliche, den Kriegsherrn gestürzt, mir seine Bande geschnappt, seine Kriegsmaschinen. Bis dann eben Bitteratem kam und mir das alles wieder genommen hat. Aber jetzt die wichtigste aller Fragen. Ich suche nämlich auch nach was. Hast du Bier? Nein. Okay. Nun also, seid ihr dabei, oder wie sieht es aus? Ja, sind wir. Was kannst du uns denn noch über Bitteratem erzählen? Wie kämpft er so? Wie ist sein Gefolge ausgerüstet? Scheinbar ist sein Gefolge ja mein ehemaliges Gefolge gewesen. Also werden es ein paar... was hatte ich gedacht? Hobgoblins sein, ne? Mhm. Eigentlich ist der Plan ganz einfach für euch. Ich brauche euch eigentlich nur, um eine Art Ablenkung zu schaffen, während ich mich reinschleiche und die Münzen besorge. Und den Vertrag. Und den Vertrag, der einer sein sollte, natürlich. Nach einer Falle.
Ja, das klingt für mich nicht ganz koscher. Ich meine. Er weiß, wo der ist und wo wir ihn finden. Wisst ihr, wie lange wir nichts mehr gefunden haben? Wir haben viele Dinge gefunden, aber nicht die, Dinge, von denen die wir wir gesucht suchen. haben. Jetzt redet das nicht ständig schön. Aber doch, sei doch nicht so pessimistisch. Aber wir haben die Chance, etwas definitiv zu finden, was wir suchen. Ja, vielleicht Äußerst du aber auch deinen unsere Unmut Tod. stark oder war das jetzt nur so für dich? Was wäre? Ich? Killian. Achso. Nur für mich. Ich meine, der ist ja garantiert in höherer Reichweite. Jo. Aber trotzdem würde ich ihn mir mal genau anschauen, wie er sich so verhält und ja. Ob mir irgendwas auffällt an ihm. Ob er nervös wirkt oder so. Sieht nicht so aus, er hat ganze Zeit ein breites Grinsen. Das ist noch viel schlimmer. Ja. Fährst du vor, wir fahren dir dann hinterher. Ey, Goll. Also ich Ja. will Goll was zuflüstern. Du kannst ja doch hier Dämonen und so Zeug aufspüren. Soll Wenn ich ihn das. mal checken? Ja, also. Ja. Mach das mal. Ich checke ihn dann einmal ab. Ja. Hat er einen nicen Booty. Was checkst du denn nochmal? Celestial Fiend or Undead? Du spürst nichts. Also er ist zumindest kein heiliger Teufel oder Untoter. Aber ein Dämon ist, kann ich nicht sagen. Weißt du, Wer Dämon. der Fiends glaubt. Ja, ich glaube, Dämonen und Teufel laufen unter Fiends. Ah, okay. Okay. Er scheint nichts davon zu sein. Hey, das heißt, er bringt uns nicht sofort um. Ich habe allerdings auch noch keine grüne Elfe gesehen. Nö, können wir ja loslegen. Und er gibt euch noch ein breiteres Grinsen und springt wieder auf sein Moped. Ich zeige ihm Ja. so Daumen hoch und verschwinde wieder im Auto. Und ich will den haargenau im Auge behalten. Na dann, steigt auf und folgt mir. Ja, rum, rum. Na gut. Gut, na gut. Dann. Zur Pause. Dann folgt ihr dem guten Lächler ein wenig. Ihr fahrt auf jeden Fall einige Zeit durch die Pampa. Als euch Lächler ein Zeichen gibt, anzuhalten. Und er sagt, eine Patrouille! Dieser Bastard Hochgrasch-Kakajuck ist scheinbar so aufmerksam wie noch nie. Ich würde sagen, wir schnappen uns sie und überraschen die, bevor sie uns später noch Probleme machen. Was ist das für eine Patrouille? Mach mal einen Perception-Check. Okay. Du kannst noch nicht wirklich viel erkennen. Du siehst irgendwie auch wieder so einen schwarzen Fleck am Horizont. Okay. Beziehungsweise zwei schwarze Flecke. Möchte sonst jemand was tun? Nö. Okay. Wollen wir das machen, ist die Frage. Haben wir eine Wahl?
Anscheinend nicht. Wer die Qual hat, hat auch die Wahl. Ich schätze mal, wir machen das. Okay. Einwände. Wollt ihr denn irgendwas Bestimmtes tun? Oder? Oh, sehen wir die. Wir sehen irgendwo eine Patrouille. Steht vor euch irgendwann wieder so. Kannst du wieder nur so schwarze Objekte erkennen, die noch häufig sind. Okay. Gezeichnete Terrain, das man ausnutzen könnte. Irgendwie Abhang, Felsen, die man auf sie schmeißen kann oder irgendwo, wo man sich verstecken kann. Wenn du irgendwas planen möchtest, kannst du sowas sicherlich finden. Können wir gerne sagen, nach was ihr sucht oder was ihr vorbereiten wollt, falls ihr das vorbereiten wollt. Ich suche einen großen Stein, den ich runterschieben kann, damit er die alle zerquetscht. Aber wenn er so groß wäre, könntest du ihn hier einfach so runterschieben. Ja, Magic Boost. Ich hole hier einfach Goldtimus und Killian und die können dann zu dritt schieben. Während sich sie anfeuer mit Inafix. Dann fahren wir auf die zu. Oder was? Oder wie? Oder wo? Ich glaube, ja. Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was ist denn die Idee hier von Mr. Elf? Mr. Green? Ja, der ist voll stabilen Planer. Hat euch dann gesagt, so einen großen Stein kriegt ihr doch niemals geschoben. Gibt es vielleicht eine Schlucht, wo wir rechts und links warten können, dass die da durchgefahren sind und sie dann von hinten überraschen? Können wir denn unterscheiden, wie viele Personen das sind? Sind es mehr als wir? Weil dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir irgendwie einen Perception-Check. Okay. Perception. Ein Motorrad und einen Scavenger. Damit seid ihr die Dinger, mit denen ihr gefahren seid, als ihr. Ich sehe ein zweirädriges Gefährt und ein vierrädriges, oder war das? Also war das das richtig große? Also war das größer als unseres, oder? Ja. Ich glaube, das war ein bisschen größer. Ja. Das sind das wahrscheinlich mehr Gegner. Auf jeden Fall, wenn die noch ein Motorrad haben. Irgendwelche Ideen, wie wir deren Fahrzeuge blockieren könnten? Oder uns irgendwie in eine besser verteidigbare Position begeben? Nun, wie wäre es, wenn wir die Steine, die ihr suchen wolltet, aber die ihr nicht schieben könnt. Ich könnte sie tarnen, dass die Steine nicht da sind. Ha! Dann müssten wir sie nur so hinlocken, dass sie dagegen. Genau. Also irgendwelche Stacheln oder Steine oder irgendwas im Weg, dass sie dann dagegen fahren. Das ist eine sehr schlaue Idee. Ich sehe schon, wieso du hier der Göttin des Glücks folgst. Abgesandter bist. Ich weiß nicht genau, wie euer Verhältnis ist. Kompliziert. Kompliziert. Ehemaliger Lover. Schon ein bisschen älter zusammen. Okay. Der hat euch nur erzählt, dass er bestimmt schon seit 70 Jahren oder so hier rumgurkt. Okay, vielleicht sind sie ja dann doch nicht so auf dem besten Fuß. Ja, also will sonst noch irgendwer was von euch tun oder sucht ihr sonst erstmal irgendwas, irgendein steiniges Terrain, was ihr tat? Ja, dann das steinige Terrain. Ja, und ich würde mich bereit erklären, die dann da anzulocken. Okay. Ein Helm. Dann
Dann sagt er, dann machen wir das doch so. Ich parke mein Fahrzeug hinter diesem steinigen Terrain. Dann setze ich mich bei euch rein. Ihr setzt euch auf das Motorrad oder stellt euch neben das Motorrad und tut so, als ob es gerade irgendwie Faxen machen würde und nicht anspringt. Oh, das kann ich gut. Und dann hoffen wir, dass sie direkt zu euch fahren und ein paar Probleme bekommen werden. Ja, Probleme. Und ich hau meine Faust so in die Hand. Gut, ja, ihr sucht euch auf jeden Fall hier direkt in der Nähe erstmal ein Terrain mit irgendwie recht vielen verstreuten größeren Steinen und er zaubert einen Zauber. Und dann... Frage, hätte ich in der Zwischenzeit eine kurze Rast machen können, während wir rumdiesen? Ja. Okay, wunderbar. So, ich mache einen Freudentanz, weil ich keine brauche, weil ich alles voll habe. Ja, mir geht's nur um den 1 Space Slot. Ja. Zack. Dann. Oh, ups. Ja, ich kann es vor allem erstmal dunkel machen, dass uns das hier nicht so anblendet. Das ist schon sehr hell. Vor allem, wenn man rausscrollt. Ja. genau, da oben sind irgendwie Patrouille. Und hier tauen sie auch nicht. Achso, ne, hier steht da irgendwo und das Motorrad soll ich gerne wieder tauen. Und dann steht die mir nicht da, aber okay. Ja, er zaubert auf jeden Fall was und auf einmal sieht das auch komplett aus wie Flachland. Cool. Von deinen Tricks musst du mir noch was zeigen. Ich bin schwer beeindruckt. Also warte mal. Vielleicht verschiebe ich das nochmal ein bisschen. Ja, irgendwie so. Dann könnt ihr euch hinter dem Stein verstecken. Bum, 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 bum. So. Will sonst noch jemand irgendwas von euch vorher planen, durchführen, vorbereiten? Oder ist das euer? Ich wäre eventuell schon so ein bisschen hinter Goll und würde dann auch schon meine Waffen ziehen. Vielleicht so ein bisschen. Auf die Frage, wollt ihr im Auto sitzen bleiben? Wollt ihr genau, das wollte ich auch gerade fragen. Weil die sind ja auch auf irgendwelchen Gefährten, ne? Ja. Dann würde ich auf jeden Fall auf. Also ich würde das Auto nicht stehen lassen. Ich glaube, ich würde auch eher erstmal im Auto bleiben. Jetzt sich dann crashen und springen. Ich würde mich hinterm Auto mit gezogenen Waffen verstecken. Okay. Dann machen wir das mal. Dann wollen wir mal in die Stadt Divo.
Oh, kann ich für das Fahrzeug würfeln? Du steuerst ja das Fahrzeug. Oh. Ich habe jetzt aber nur deren Fahrzeug erstmal. Ja, wow. Ich bin ja richtig schnell unterwegs. Hast du eine 1 gewürfelt oder was? Ich? Ja. Eine 3. Okay. Und hab ich euer Ding? Pfeiler, bitte Pfeiler. Das ist nicht ein schöner Name. Auch ein sehr verdächtiger Name. Aber ich mag ihn ja. Ja, Thymus, möchtest du irgendwas tun? Ja, ich möchte eine Dodge-Action machen und springe halt so ein bisschen um mein Fahrzeug herum und fange an zu fluchen, dass das nicht funktionieren würde. Also sehr laut und sehr energisch. Ja. So, will sonst irgendwer von dem Rest was? Tun. Falls ihr euch irgendwo platzieren wolltet, könnt ihr euch auch noch irgendwo hinstellen. Ja. Ich glaube, also, Inapex sitzt ja, glaube ich, im Auto. Jo. Hulu bestimmt auch. Und wie gesagt, ich verstecke mich hinterm Auto. Ja, also ich würde halt auch so meine Actions halten, bis sie halt hier gegenfahren, gegen unsichtbaren Steine fahren. Ja, ich würde okay. Auch. Voll, möchten Sie irgendwas tun? Erstmal dodgen, bis mehr passiert. Auto, außerhalb des Autos? Im Auto. Dann. Kommt ein Motorrad angefahren. Und fährt hier mitten rein mit voll Karacho. Und dann brauche ich nochmal. Das Infernal War Machines Regelwerk. Und zwar. Da haben wir. Zwischen Zimmer. Und dann war ja Mishaps da. Ein D20. Okay. Wie merke ich mir das denn jetzt? Hab ich irgendwas Schönes? Machen wir mal so. Okay. Ja, der fährt auch hinterher, wenn er nicht so schnell gebremst kriegt. Das war ein Scavenger. Der kriegt Schaden, aber kein Ding. So, okay. Gut, dann. Wann müsste ich vielleicht doch mal hierher noch mal.
Was sitzt denn hier so rum? Lass uns mal kurz gucken. Okay. Wir haben Ich höre viel, sehe aber nichts. Ach doch, ich sehe, dass sie aufpoppen. Ich mag nicht mehr. So. Achso, warte, war das nicht so, dass die auch schon... Wie war denn das hier nochmal? Crashing. Each creature on the inside. And it must make a strength saving throw. Dann machen wir das doch nochmal fix. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und 1, 2. Jo, das sieht ja nicht so toll aus für die. Sehr gut. Ach, ist nicht okay. Dann kriegen die nämlich auch alle noch Shorty. Dann ist der das erste. Das Motorrad hat 24. Der hat es nicht geschafft. Okay. Der andere hat es geschafft. Aber das war noch weniger Schaden bei dem was. 10. So. Und dann. Oh, Magic. Krass. Dann. So. Gut, dann ist einer dran. Und. So, wie ist das denn beim Spell, wenn wir das jetzt bemerkt haben? Passiert da noch was? Creatures entering the area are likely to see through the illusion if the difference isn't obvious. Creature who discerns the illusion for what it is sees it as a vague image. Okay. Das heißt, wenn sie jetzt drin sind, bemerken sie auch spätestens nachdem sie gecrashed sind, dass das eine Illusion ist. Und kann ich das ja eigentlich auch entfernen? Gut, dann. Der ist dran. Drunter vom Auto. Wie weit können die gehen? Oder hüpfen die überhaupt drunter vom Auto? Das ist eine gute Frage. Jetzt wissen sie ja eigentlich, was passiert ist. Ach, lassen wir die erstmal noch drauf. Herr Goll. Sie hören es krachen. Kroms
Ja, ich springe dann mal vom PKW. Da so hin. Und dann... Ich gehe jetzt davon aus, dass der Hinterhalt erfolgreich war. Laufe hier hin. Stimmt natürlich, wir können ja nichts machen, weil wir stimmt. Ja. Das wird ja auch Sinn machen. Und dann ganz laut. Fireball! Zwar so hier so hin. Der ist ja sogar animiert. Oder war das einer von deinen Zaubereffekten? Das war ich. Okay. Du Fireballs, dann machen wir alle einen Dexo-Savo-Test. Die Zahl des Abends ist 21. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Number Beat. Wer hat hochgewürfelt? Wer auch? Die anderen eher weniger. Was ist der DC? 21, lol. Ja, das, waren vielleicht zu viele. Hat die Schiffe noch alle ausgelegt. Na gut, ich wette mal, die Dings waren, wären eh gestorben. Warte mal, wie viel haben es geschafft? 2. Ziehen wir mal 2 neu rein. 2 haben es geschafft? Oder gar keiner hat es geschafft. Ne? 26 ja. Damage gestorben, okay. Stimmt. Dann sind die sowieso tot. Lol. Der andere vielleicht noch nicht. Das war ja der, der es geschafft hatte, der hatte dann halben Schaden bekommen von, wo ist es? 26. 17. Okay, der ist safe. Oh, okay. Und dann muss ich die beiden jetzt sozusagen noch saven. Zack, zack. Hat auch keiner geschafft, dann kriegen die beiden nochmal. 26. Oder? So haben die irgendwas? Fire Resistant. Okay. So, und dann theoretisch die Fahrzeuge ja auch noch. Ne? Oder haben die irgendwas? Der kriegt nichts ab. Der kriegt auch nichts ab. Okay. Dann war das das. War das dein Zug? Jo. Okay. Herr Balthasar. Hey. Also, waren die nicht dran? Oder sind jetzt alle gestorben? Ja, ich muss ja mal wieder reinpacken. Ja. Okay. Aber ja, du bist da. Ja. Ich höre dicke Explosionen in der Entfernung. Ich weiß aber nicht, was hier passiert. Ja, also schaue ich erstmal. Du hast zweimal krachen und dann eine große Explosion. Schaue ich erstmal hier vorbei. Okay, da ist ziemlich große Verwüstung. Dann warte ich erstmal ab, bis irgendwer in Reichweite kommt und ich ihn dann Eldritch blaste. Okay. Kann der überhaupt? Illusionsmagie. Nicht die ganzen Zauber kennen würde. Das hat er ja benutzt. Kannst du den? Das macht keinen Sinn.
Das hier, was macht das hier? So, beziehungsweise hat doch hier irgendwo gelegen. Was er tut, er macht nämlich das da, okay. Was ist das denn für eine Range? Doch die Viehschuhe. Ja, er wartet erstmal im Auto, bis jemand sich bewegt oder so. Thymus. Sprint. Monster. Ja, das ist Difficult Terrain. Achso. Steht, ich weiß gar nicht, wie den Text aussieht. Falls aber hast du ja, schon. Aber ich dachte, das wäre einfach nur, weil. Es sieht zwar flach aus, aber du weißt ja, dass es nicht flach ist. Dann. Mit Sprint sind sie die Hälfte, also wieder 45. Habe ich nicht noch irgendwas? Ah. Nö, dann würde ich erstmal hier warten. Na fix. Kann ich denn irgendwo, also ich kann drumherum fahren wahrscheinlich. Das ist das Einzige, was ich mit dem Auto machen könnte, ne? Ah, jetzt ist die Frage, ob die mit ihren Fahrzeugen auch rankommen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, ich würde auch erstmal abwarten. Und gucken, was passiert. Obwohl, wenn alle reinrennen. Dann steige ich aus und lauf Richtung Terrain. Difficult Terrain. Okay. Rocky. Dann ich komme ja eh nicht so weit. Kannst du ja schon mal laufen. Duck. Ja. Obwohl, jetzt ist der Elf als einziges im Auto. Ich mach das doch nicht. Ich bleib im Auto. Okay. Wenn der Elf geht, gehe ich auch. Ja, du fährst. Oh ja, aber... Deswegen nein, ist er der... Was, weil ich fahre? Du hast zumindest gedacht, du wolltest im Auto bleiben. Ja. Deswegen ist er davon ausgegangen, dass du fährst. Na dann. Weiß ich noch nicht. Weiß noch nicht, ob sich das anbietet zu fahren. Du musst ja nicht fahren, kannst auch stehen. Okay, dann bleib ich erstmal stehen. Gut. Dann. Lass mich nochmal kurz was gucken. Ja, was war dein Trigger, Xermon? Du hast doch wolltest irgendwas tun, glaube ich, ne? Ja, wenn einer in Reichweite kommt, Eldritch Blast dich hin. In Reichweite? Aber die waren ja noch 120 Fuß. 120 Fuß, okay. Die waren noch zu weit weg. Dann... Versuch, der wegzufahren. Ja, das ist nicht so. Sagen wir mal, das kostet hier drin noch doppelt. Dann sind das 18, dann kann er noch 20. Kommt wieder noch da. Ja, kill you. Boah, dann sag ich, glaube ich, ich steig ins Auto und sag zu Ida Fix, los, hinterher! Yes.
Lechner wird auch sagen, wir dürfen die nicht alle abschlagen lassen. Kann ich denn durch das Difficult Terrain fahren oder kann ich nur drumrum? Oder geht das da drin in langsam? Genau, drin wäre in langsam. Okay. Damit du nicht irgendwo gegenfährst. Okay. Achso, der Herr ist dran, der würde auch wegfahren wollen. Achso, nee, der kann ja nicht wegfahren. Was macht er denn? Er springt von seinem Motorrad ab. Und frisst ein wenig Schaden. Und stirbt. Er springt vom Motorrad ab, denn das Motorrad düst weiter. Nice. Und dann, das muss ja alles Difficult Terrain sein, so wie es noch geht, weil die sind ja schon drin gewesen. Dann, wie kann er überhaupt gehen? Wahrscheinlich 3 Sinne, ja. Dann sprintet der weg, dann wird das 40. Und dann kann er noch 20, dann macht er. Oder vielleicht sprintet der ein bisschen schräg in die Richtung seines Compadres. Ja. Herr Goll. Okay, dann würde ich den... Ich tippe jetzt einfach mal, dass das Motorrad in den Arsch geht. Da so. Rip Motorrad. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich müsste bis. Bis da. So weit komme ich nicht mit dem Difficult Terrain. Ich würde mit dem Langbogen so versuchen, auf ihn zu schießen. Auf welchen? Den. Den der einzelnen. Nicht im Fahrzeug ist, ja. Genau. Und zwar einmal. Achso, Disadvantage. Ist das mehr als 150 bestimmt? Genau, ja. Nö, das trifft dann nicht, vermute ich mal. Was hast du denn? 7, ja, das trifft nicht. Und dann würde ich es nochmal versuchen. Aber mit meinem Guided Strike würde ich dafür benutzen. Post mal. Wobei, kann ich das? Hatten das wir eine kurze Rast? Kannst gerne gerastet haben. Okay. Rest. Guided. Da ist Guided. Dann wären das plus 10. Dann wären das 20 auf den Treffer. Jo, das trifft. Wie? Sonst kann ich nicht noch. Okay. Und dann würde ich zum Wagen laufen und raufspringen. Diet. So, ja. Nice. Ja, und dann bin ich fertig. Herr Balthasar. Ja, da habe ich ja vorhin gesehen, dass Gold hier wieder einen Feuerball rumgeschleudert hat. Und dann denke ich mir, hey, das kann ich doch auch machen. Und dann nice. Schieße ich dann einen Feuerball hinterher. Halt ein bisschen weiter unten, aber das passt schon. Ja.
Und dann springe ich auch auf. Das war's. Na dann, edle Dame, geben Sie Gas. Oh, der ist ja ein Charmeur. Wie weit kann ich nochmal? Du bist noch nicht dran. Erstes Typ ist dran. Achso. Hier steht, meine Jump Distance ist doubled. Kann ich dann nicht über das Difficult Terrain einfach jumpen? Brauchst du ja Anlauf? Ja, hatte ich ja letzte Runde. Ja, du bist ja nicht gesprungen. Ach, verdammt. Dann springe ich dahin. Und Ende. Jetzt können Sie ganz. Was mache ich jetzt? Kann ich denn auch hier rumfahren überhaupt? Rechts von dem. Warum kann ich nicht klicken? Von dem Dings vorbei? Also wenden und vorbei? Kannst du? Ja. Kannst du auch mal links rumfahren? So, und wie weit konnte ich nochmal? 100. Wieso denn links rum? Das ist weil er von da. Ach, da oben ist er. Ach, da jetzt. Okay. Okay, dann fahre ich da rum. Und dann war das irgendwie. Wie wollte ich das nochmal sagen? Du kannst natürlich auch rechts rum fahren. War das 100? Ah, hab ich den denn? Speed. 100 Feet. Aber wenn ich. Kann der sprinten? Wenn du bestimmte Sachen machst, ja. Was sind denn bestimmte Sachen? Das weißt du, glaube ich. Okay. Also nein. Gut. Dann komme ich wohl nicht weiter. Dann. Gibt der Gummi. Off we go. Boah, das wird jetzt eine richtige Verfolgung. Infinity and Beyond. Möchte von euch irgendwer was tun, oder warte? Nein. Ich warte, bis ich in Reichweite bin. Ja, warte mal. Ich versuche irgendwie, Timbus raufzuziehen. Wenn wir an ihr vorbeifahren. Wie viel Feed hat er denn? Also, wie der Hobgoblin-Kerl? Nein, der Savage. Achso. Meiner? Nein, der vom Gegner. Achso. Ah ja. Müsste auch 100 Feed haben, ne? Schätze mal, weil. Also, nee. Das steht mir bei der Maschine. Aber vielleicht kann der die Tricks. Aber. Also wenn von euch keiner was machen möchte, beziehungsweise könnt ihr auch erst noch Thymus abholen, ja. Ja. Aber wenn ich gleich hier draußen bin, dann kann ich doch, also dann kann ich doch springen und dann bin ich doch schneller als 100 Feet. Oh, nice. Bist du das? Du kannst schneller als das Gefährt fahren. Wenn ich das richtig, also ich weiß nicht, was eine Hüpf, ich weiß nicht, wie groß eine Hüpfdistanz überhaupt ist. Hüpfen ist aber, glaube ich, eine Action, oder nicht? Ja, aber das sind ja meine Keypoints und ich habe noch 7. Könnt ihr gerne noch. Bonks sind auf jeden Fall verdammt hüpfen. Schnell. Genau. Normale Bewegungen sind bei Thymus jetzt wie viel? 40? 45. Ah ja, und Step of the Wind. You can spend one keypoint to take the dash action as a bonus action. Und dann noch eine normale Action sprinten, dann bist du bei jetzt 100... Irgendwas? 130? Ich meine, ich kann ihm hinterherlaufen. Ich glaube auch. Wings, under movement. Movimento.
Warum suche ich eigentlich immer in dem Buch? Ich kann eigentlich auch googeln, finde ich wahrscheinlich schneller. Aber... Egal, it's too late. I already made a choice. Movement. Jumping. 182. So. Wenn du einen Long Jump machen möchtest. Kannst du so weit springen wie dein Strength Score, wenn du 10 Fuß Anlauf hattest. Deine Stärke ist 14, das heißt ganz 28 Fuß springen. Ja, das heißt 90 plus dann 28. Wenn der nicht weiß, wie Sprinten geht, dann kriege ich den. Ja, damit hat der Game Master aber nicht gerechnet. Ich stelle es gerade nur noch weiter. Jeder Fuß, den du springst, kostet dich Movement. Er muss ja nicht springen, er kann ja auch einfach laufen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass er trotzdem super fast ist. Nee, mit 9. Wie gesagt, aber dein Jump ist sozusagen nicht extra zu deinem Movement. Achso, okay. Okay, wenn es nicht Teil des Movements ist, dann kann ich ihn nicht. Ja, aber du hast doch eh 40 Movement, oder? Du hast 40 Movement. Ja, dann hast du 80, dann hast du 120. Dann kannst du laufen, Bonus-Action und dashen. Ja, okay, dann kriege ich ihn doch. Ja. Warum fahre ich mit euch Auto? Was sind halt Keypunkte? Erstens das und zweitens müsstest du halt die ganze Zeit sprinten. Das geht vielleicht auch irgendwann wahr. Ich meine, wir sind ja nicht bei Herr der Ringe. Aber warum hast du überhaupt 45? Bist du ein Zwerg, hat 25. Und du als Monk, ihr seid was Stufe 7, ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass es Builds gibt, die dann auf Stufe 7 irgendwie über 1000 Fuß Stufe in einem über 1000 Fuß. Ja, du kannst auf jeden Fall Monks Builds bauen, die irgendwann Schallgeschwindigkeit durchbrechen. Was? Innerhalb der Regeln, ja. Nein, du musst ja dein Speed 40 sein. Das macht halt keinen Sinn, nichts, ist aber halt möglich. Nicht, oder? Irgendwas, was dich schneller macht. Ich kann nicht, also ich kann es auch nicht ändern, glaube ich. Ach doch, da, das Rädchen. Aber selbst mit 40, also egal, ob ich 45 oder 40 habe. Ich starting at second level, your speed increases by 10 feet while you're not wearing armor or wielding a shield. This bonus increases when you reach certain monk levels. Ja, wir schauen in den Monk Level. Das macht 40. Ja. Oh, ab dem 9. Level kannst du an vertikalen Oberflächen und über Flüssigkeiten laufen. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich das gebrauchen werde. Jesus. Über Flüssigkeit. Großartig. Ja. Jesus, Dwarf. Ja, du musst, du wärst auf jeden Fall vor Ina fix dran. Also, was du willst, kannst du auch was tun. Ich sehe ja, dass die Gruppe dem hinterher rennt. Fahren. Fahren. Und denke mir, nix da, durch die Wüste, da kann der Monk laufen. Und hätte dann bis hier 15 Feet. Difficult Terrain. Ja, das endet ja hier, oder nicht? Da ist die Grenze. Und du bist da als Doppelter. Ja, das sind 30. Dann habe ich noch 10. Also 20 mit Sprinten. Naja, wenn du sprintest, hast du ja 18. Oder hast du noch 50. okay. Du hast ja, wenn du jetzt halt sprintest, bekommst du nochmal 40 Fuß dazu. Also theoretisch könntest du jetzt halt nochmal 40 Fuß dazu bekommen. Plus halt, wenn du dann deinen Keypoint benutzt, nochmal 40 Fuß. Also theoretisch könntest du 80 Fuß jetzt dann noch laufen mit deinem Keypunkt. Wo ist es da?
bin jetzt am Überlegen, ob ich mir das Mobile Feed geben soll. Und ich kann da nicht hin. Das ist Schummel. Dein Team ist in der Matrix. So, und da habe ich 30. Ich habe sogar noch 10 zum Springen. Dann springst du auf sein Auto. Ja, und wird die Luke öffnen. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich kenne das von unserem. Ich bin da oft in der Luke. Dann ist immer fix dran. Ja, dann schleichen wir mal hinterher. Könntet ihr mal euch wundern, wie der Kugelblitz da gerade abgegangen ist? Ups. Oh, wie lustig. Ich habe nur noch so einen Schimmer gesehen. Ja, von dem Helm, der so die Lichtspuren hinter sich hergezogen hat. In der Sonne ein kurzer Blitzer. Ja. Okay. Könnt auch dahin. Weiß ich nicht. Wie weit außerhalb der Karte fahren wir hinter ihm? Was? Ja. Ich hab noch 10 Feet. Achso. Das ist alles so smooth. Dann was machen wir denn ein Spannendes? Okay. Dann machen wir das so. Schwinge die Schwange auf die Hose. Die 21 trifft. Und dann. Ja, fährt das Ding theoretisch 100 Fuß weiter. Wir können ja das machen wie beim letzten Mal. Hier irgendwo, ist ja egal. Und dann werde ich einfach 100 Fuß. Ne, weil wie weit der da war, ja. Ihr wart. Was steht da? Ich kann es nicht 50 Fuß entfernt. Okay. 50 Fuß ist 2 unten links von diesem komischen Steinberg da. So, und seid ihr da. Das ist aber wieder nur die Distanz, sehr egal, wo er lang fährt dann. Genau, fährt er jetzt 100 Fuß weiter. Ups, das sind 80. 80, 100. Und okay. Ich frag Inafix, ob unser Teil auch ein bisschen schneller fahren kann. Ich meine, schau dir den Zwerg an. Der ist schneller als wir. Ich kann und nicht mach... schneller. Willst du fahren? Gott, ich mach gar nicht. Okay. Jo, ich mach. Ja, ich schieß drauf. Auf? Wenn ich den. Auf, das Auto, den Typen? Den Typen. Okay, der ist natürlich in Deckung in seiner Kabine. Ja. Aber ich bin zumindest auf 150 Fuß dran. Das muss ich ausnutzen. Oder hat er Full Cover? Nee. Okay. Ja, dann versuche ich's. Das trifft nicht.
Das auch nicht. Das kommt. Alles klar. Ihr seht, wie ich meine Faust hebe, um mich zu beschweren. Herr Balthasar. Was mit dem? Über was beschwerst du dich? Dass mir Pfeile um die Ohren fliegen. Ach so. Ja. Ich sehe ja, du musst da mit dem Deckel rumtouren. Dann würde ich warten und falls irgendwas da rausschaut oder so und ich den Thymus nicht treffe, würde ich den dann Eldritch wegblasten. Falls irgendwas rausschaut, Thymus schaut raus. Ja, ich habe ja gesagt, falls ich Thymus nicht treffe. Warte mal, wir können ja noch das hier machen, ein bisschen spannender zu machen. Was spannender? Ich bin schon Kugelblitz. Auf die Musik. Okay. Herr Thymus. Ja, also ich gucke in das Auto rein. Ja. Und dann kriegt er richtig dicke Fäuste gegen seinen Kopf. Im Zweifel würde ich ihn noch stunnen. Der eine trifft, ja. So, der eine trifft, dann möchtest du ihn stunnen, dann macht der ein Safe. Schafft es nicht. Dann ist er gestunnelt. Ich fahre. Mehr kann ich nicht machen. Aber weiß der Elf nicht, wie die Dinger schneller fahren? Ich meine, der kann damit driften. Kannst mir mal einen W20 würfeln, Erwix? Das tue ich doch gerne. Da. Will. Okay. Ja, der kann nichts machen. Das heißt, der fährt wieder 100 Fuß. Weil das Auto ja automatisch weiterfährt, wenn er nichts machen kann. Und da so kann er, wie war das bei Stunt? Kann er irgendwie jede Runde wieder oder was? Oder was steht da? Achso, nee, until the end of Timo's next turn. Okay. Vor allem ist halt auch der Typ im Auto, der nicht den Helm aufsetzen kann, um zu bremsen. Ja, mein Gott, das wird jetzt gleich ein bisschen komplexer. Ja, ich mach gar nichts. Okay. Herr Gold. Schieße weiter drauf. Hast du schon Advantage oder sowas, oder? Attack Rolls against Creature with Advantage. Also hast du normal da. Ah, nee, das ist ja nicht alles. Gerade so in Reichweite. Ja. Alles klar. Genau. Dann schießen wir Thymus nochmal ein paar Pfeile um die Ohren. Das trifft beides nicht. Alles klar. Achso, same old. Okay, machen wir gleich. Ja, kannst das machen. Achso, du machst was, gar nichts. Weiter. Ja. Okay. Das kann ja, kann er irgendwas auch entfernen oder da denn? Was ist hier von die Range? Wo ich das nicht kann. Achso, ist auch ein Short Sword. Ups, ich hab Short Bow gelegen.
Nö, dann macht er auch erstmal nicht. Dann ist Tymus wieder dran. Box, Box. Naja, mit Advantage. Ach ja. Ja, du musst ihn jetzt totprügeln. Ja, einer trifft wieder. Ist er tot? Nee. Joda, kann ich eine rauchen gehen? Ich meine, ich kann ja eh nichts machen. Okay, bis gleich. Dann mache ich das. Und kann ihn noch zweimal boxen. Ja, der muss ja auch wieder immer rollen für Stunt, oder nicht? Nö. Der ist gestunt bis nach Tymus sein Zug. Ah ja, okay. Ja. Solange kann ich... Nein! Trifft beides echt nicht. Kannst du nicht nochmal boxen? Kannst du nicht allgemein dreimal boxen? Stimmt, ich habe ja noch den extra Attack. Genau, kannst du ja einmal. Ja, einmal gratis. Boom-Deck. Oh! Ja, ich möchte einen Luck Point einsetzen. Sieht noch besser aus. Dann nehme ich die 17. Für die 8 Schaden. Was? Ja, für den ersten Unarmed Strike. Okay. Da oben jemals. Nee, den nachdem ich meinen Flurry of Bowl los. 17, aber eine 4, das heißt plus 13 ist eine 23. Das trifft. Fast tot. Ja, okay. So, Inafix. Ich fahre. Lass mich mal kurz gucken, was. Du spürst, wie auf einmal der Boden unter deinem Fahrzeug wegbricht. Mach mir mal ein Deck-Saving. Das ist nicht gut. Normal. Ja. Ja, du schaffst es, das Auto aufrecht zu erhalten. Und kannst dann jetzt weiterfahren. Ich fahre weiter. Soll ich das trotzdem bewegen? Eben hast du es wieder weggeschoben. Ja, du kannst die Rutsche lassen, weil er ja gleich weiterfährt. Weil er ja nichts. Ich soll jetzt zusammen mit mir dann. Aber auch wenn er nichts tut, fährt das Auto ja eh. So, dann ist er nicht mehr stunt und boxt wieder den Herren. Du könnt doch auch noch was anderes, habe ich ihm noch nicht gegeben, weil ich faul war. Jetzt macht das den Spaß. Hit ist derselbe. Jetzt kann er mit denen trotzdem angreifen. So, aber warte mal ab vom Schaden kurz. Ich komme wieder und sehe einfach nur, wie so ein Zug entgegenfährt. Das ist dann sozusagen ein E6 plus 4. Dann plus ein E6. Und dann, da er gekriegt hat, nochmal das Ding. Das wäre der Schaden von der ersten Attacke.
Heißt, das ist das 10, 25. 25. Ja. Ich habe doch hier was zum Halbieren. Oder nicht? Nee, du hast nur Evasion, ne? Du hast keine Touch. Nee, nee. Ja. Ja, dann ist das so. Okay. Nichts mehr mit Freudentanz. Die zweite trifft dich ja auch, ne? Das sind dann. Nee. Ich will nicht so noch drei, noch zwei. Dann das plus das. Ja, ja, ich bin doch schon tot. Also was, was. Okay. Ist gut. Gut. Dann war das ein Zug. Killian wollte bestimmt nichts machen. Was soll ich denn machen? Weiß nicht, vielleicht kannst du irgendwas Ready-Action nennen, bis Inafix vorfährt. Ja. Dann bist du zumindest 50 Fuß entfernt. 50, mein Handcrossbow hat. Ja, wenn wir nah genug dran sind, schieße ich einmal mit meinem Handcrossbow drauf. Okay. Herr Goll. Okay, dann war jeder zwei Schuss mit dem Bogen. Achso. Achso, der Inafix geben wir mal noch ein B20 wieder. Jo. Das haben wir nicht vergessen und ich gebe dir auch ein. Okay. Ja, war von Lulu ist egal. So, ja. So, was machst du, Gol? Gipio. Gipio, okay. Der erste trifft. Okay, das war's. Herr Balthasar. Ja. Ich mach erstmal wieder nix. Kannst ja auch eine Ready Action machen. Ja, bald wieder die Ready Action, falls ich irgendwen sehe, den ich vor Teams beschützen kann. Nee. Andersrum. Den ich vor Teams beschützen kann. Ja, deswegen. He's too dangerous, he must be stopped. Dann ein Death Save von Thymus, bitte. Wo ist denn das? Stimmt, man muss die Leiche ja jetzt mitziehen, die ist ja vom Auto gefallen, muss ich die jetzt auch bewegen. Ja, da musst du doch bestimmt eine Action für machen, um die Leiche vom Auto schubsen. Ne, er hang ja an der Seite. Ach so. Ja, ich hang so halb rein, halb in die Luke. Ja. Hab ich irgendwas? Seid ihr noch drauf? Nee. Das heißt, der liegt da jetzt. Ja, und zwar. Moment. Den ja auch runtergeboxt und dann also ich sehe, dass Thymus da runterfliegt. Ich müsste er ja sozusagen da liegen. Ja. Frage. Also ich habe jetzt halt den Hobgoblin nicht gesehen, während. Also der kämpfte gegen den. Ja. Oder wie? Ja. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Also du kannst die theoretisch ganze Zeit sehen. Er hat nur Deckung. Also. Aber ich hätte ja dann theoretisch auf ihn schießen können, oder? Nee, ist zu weit weg. Wenn ich. Ja, okay, Thymus liegt jetzt da, dann. Er hat bestimmt das gleiche gemacht wie ich. Sobald wir in Range sind, schießt er einmal mit dem Eldritch Blast drauf. Das hat er gesagt. Und wenn er Thymus nicht trifft. Ja, aber vielleicht möchte er was anderes tun jetzt, wenn er die Thymus vielleicht. Ja, ich würde sagen, ich hole mal Thymus. Und würde Fly auf mich zaubern. Mhm. Boah. Dann, das ist ja Force Level.
kann ich noch wen touchen, dann okay, Killian sieht ein bisschen angeschlagen aus, dann fasse ich noch hier Goll an die Schulter und sage ihm, schnapp ihn der Tiger. Und dann, genau, gebe ich uns beiden Fliegen und dann fliege ich zu Timus. Nice. Und das war keine Bonus-Action, oder? Moment, kurz. Dein Zauber war eine Action. Ja, das war meine Action, aber ob meine Healing Hands eine Action sind oder eine Bonus-Action. Das kann ich dir nicht verraten. One Action, okay. Ja, dann war das mein Zug. Ja, Inafix, du spürst schon wieder komischerweise unter deinem Fahrzeug alles wegbrechen. Noch ein W20? Ja. Ein Dex Oro. Achso, nee, die W20 ist das andere, ein Dex C. No. Achso, stimmt. Aber ja, den kannst du auch schon wieder lassen. Da war ja was anderes. Dex. Plus dry. Ja. Ha, zum Glück. Dann schaffst du es wieder und kannst fahren. Dann kann ich fahren. Achso, ich. Aber jetzt holen die. Jetzt holt der Balthasar den Thymus schon. Und sonst fahre ich nämlich an der Stelle ein bisschen langsamer. Damit die aufkommen können. Fahrt weiter. Okay. Okay. Dann. Oder soll ich es dann direkt lassen? Also ich hätte gesagt, wenn ich losfliege, dass ich Timus holen gehe. Okay. In was für einer Reichweite sind wir jetzt? Boah, Reichweite, in der ich schießen kann. Das trifft nicht. Ja. Ja, also du hast eine 9 gewählt, okay. Sorry schon mal. Egal, was jetzt passiert. Immerhin machst du was, nicht so wie ich. Naja, es ist, ich fahre. Gut, ja, der fährt wohl heute erstmal. Ja. Leute, macht das gleiche. Wieder eine Ready Action, falls wir da dran sind. Ja, Herr Goll, Sie können. Alles klar. Ja, ich stecke den Bogen weg. Und. Dash fliege dann die 120 Fuß. Mhm. Und caste auf mich einen Shield of Faith. Als Bonus-Action. Und dann bin ich fertig. Ja, ich würde dann meine Healing Hands benutzen. Und dafür habe ich ja hier ein Dingens. Und würde Timus heilen. Hat das funktioniert? No. Healing Aber Hands. 7 kann ich eintragen. Ich habe dich schon geheilt. Ah ja, okay, wunderbar. Möchtest du sonst noch was tun? Ja, dann wollte ich den Timus noch fragen, ob er okay ist und ob ich ihn die 60 Fuß mitnehmen soll. Ja, eigentlich sind wir jetzt hinter dem Auto, ne? Aha. Ja, dann ja. So stimmt, ja. Ja. Seid ihr dann, schnapp ich mir ihn und flieg hinterher die 60 Fuß, die ich noch fliegen kann. Da seid ihr. Uiuiui. Dass du vorher nichts getrunken hast. Ja, besser ist das. Was
bei Flight wahrscheinlich trotzdem nur halbes Movement, wenn man den trägt, oder? Ich jetzt mal vorne aus. Was du willst, was du entscheidest. Carry in Push Track Lift. Speed Drops, nee, was? Ups. Nee, das ist ja was anderes. Nee, es ist ja nicht. Oder ist das Grab? Man weiß nicht. Nee, man muss ja eigentlich gucken, wie viel du tragen kannst. Ach, sag mal, das passt schon. Dann fliegst du zum Auto, okay. Puh. Und schmeißt den da ab. Tyros. Ja, dann das. Ja. Nice. Und ich glaube, Moment, Inafix ist nach mir dran und ist der Goblin dran? Ne, ich komme nicht mehr dran. Und wir dann fix. Wir fahren einmal wieder. Ja, ich fahre. Dann kann Killian schießen. Das trifft nicht. Dann ein W20 bitte. Von Inafix. Sorry. Ich dachte, das ging noch um das. Okay. Ich habe Angst, was irgendwann passiert durch diese W20-Würfe. Ja, es passiert etwas. Und zwar. War ich am Anfang oder am Ende, wo ich vorgehe? Ready Action zum Sprinten kann ich nicht machen, oder? Mit deiner Action könntest du es, glaube ich, ja. Müsste gehen. Okay. Ja, du siehst, wie auch das Fahrzeug vor dir scheinbar Probleme hat und sich überschlägt. Ah! Voll gut. Hab ich gut gejubelt. Damit bist du dann auch da. Yay! Haha! Dich eingeholt. Ich erhebe die Faust. Ich möchte sagen, ihr fahrt ganz schön langsam. Da laufe ich ja doch schneller. Lass demnächst laufen. Ich hab Alien. Das schon verstanden. Jo, dann spring ich vom fahrenden Auto. Ja, dann Acrobatics check, bitte. Acrobatics, bitteschön. Ja, schaffst. Okay. Ups. Es überschlägt sich, ne? Genau. Das liegt da jetzt. Auf dem Dach oder schräg. Ja, keine Ahnung. Ich würde dann hingehen und mit meiner Bonus-Action sprinten und dann hätte ich noch 10 Fuß. Reicht das, um irgendwie
zu ihm zu kommen und dann draufzuschlagen? Ja, kommt so. Sehr hingehen. Okay, und dann schlage ich einmal drauf. Ich sag mal, du hast Advantage, weil er bestimmt gerade Probleme hat da drin. Das trifft doch nicht. Okay. Dann ist Gold dran. Dann ziehe ich mein Schwert und stürze mich im Flug damit auf ihn. Ja. Probiere ihn auch zu spießen. Achso, Advantage, meintest du? Das reicht dann nicht. Und dann versuche ich es nochmal. Ja. Und dann... Dann ja. Geht. Wie geht. Ja, ihr habt es geschafft, die Patrouille zu vernichten. Und auch alle flüchtenden Hobgoblins zu schnappen. Dann kann man versuchen, das Ding wieder umzudrehen. Kannst du gerne probieren. Und währenddessen caste ich Detect Magic. Also ich fange einfach mal an. Ich würde dann die nächsten paar Minuten probieren, das Ding wieder umzudrehen. Ich helfe ihm dabei. Ja, dann mach mal einen Strength-Check mit Advantage. Oder Athletics. Okay. Oh, 21. Ja, sagen wir mal, kriegst du es hin. Dauert wahrscheinlich einen Moment, aber mit der Hilfe von Kilian. Krieg dir das irgendwann umgewuppt. Ja, Walter da castet irgendwas. Möchte sonst irgendjemand was tun? Nö. Sollen wir noch mehr ran? Vielleicht fahre ich noch ein Stück näher ran. Ja. So daneben. Aber wir können den auch nehmen. Genau. Damit kommen wir dann vielleicht sogar mit weniger Problemen in deren Lager rein, wenn wir das wollen. Aber wir brauchen Sprit für beide und so, ne? Ja. Da wird doch welche drin sein. Noch wird es ja fahren, denke ich. Sie müssten ja zumindest zurückkommen. Das stimmt. Ja, könnt gerne da einsteigen, wenn ihr das wollt. Dann müsst ihr euch nur aufteilen, wer wo sitzen möchte. Na, hat das eine Bewaffnung? Nein, aber einen coolen Greifarm. Es hat auch Harpun. Das ist das. Ach, Ding so, kennt ihr, das war das, mit dem ihr jagen war. Mit dem Greifarm. Ja, deswegen frage ich ja. Ich flieg einmal zu Balthasar rüber. Das ist ein sehr schöner Zauber, den du da kannst. Ja, fliegen ist toll. Mach so einen
Looping in der Luft. Wie lange das Fliegen überhaupt? 10 Minuten. Ja. Also bis Baldassar fertig ist mit Zauber. Bis ich fertig gecastet habe. Schwebe ich so in der Luft umeinander und nur vor mich hin. Das weiß ich ja nicht. Fliegt dann durch die Gegend und irgendwann mit dem Gesicht im Dreck. Au. Ja, und dann castest du Detect Magic. Ja, ich wollte mir deren Sachen anschauen, also die Leichen, und dann wollte ich mir noch unseren Freund hier anschauen, ob der irgendwie magische Sachen ausströmt. Der Kerl strömt magische Sachen aus. Die Leichen nicht. Also eher an sich oder als Gegenstände, die er anhat? Gegenstände, die er anhat und bei sich trägt. Ah ja, okay. Und ich nehme mal an, da Goll ja einen Langbogen hat und Balthasar auch so Piu-Piu-Zeug kann, Thymus kein Fahrzeug steuern kann, würde ich das den Scavenger machen. Das ist ja eine sehr gute Idee. Also, ihr könnt auch alle auf den Scavenger. Wir können vielleicht aber auch euer Fahrzeug setzen. Im Moment können wir die umbefüllen? How does this work? Nee, umfüllen können die nicht. Ich glaube nicht, dass man Seelen einfach so umfüllen kann wie man sie. Ja, dann wollen wir unser Motorrad noch mitnehmen. Sein Motorrad. Sein Motorrad. Er wird sein Motorrad natürlich holen. Okay. Ansonsten, die hatten ja jetzt auch nichts dabei, oder hatte der Captain irgendwas? Keine Seelenmünzen dabei. Schade. Okay. Mit meinem Scavenger vielleicht irgendwas? Ne. Können wir von mir aus auch weiterfahren. Genau, wie wollt ihr jetzt fahren? Halb-halb? Alle auf Scavenger? Alle auf Tormentor? Was ist euer Plan? Irgendwo, wo ich eine Shortrest machen kann. Ich würde bei der Innerfix mitfahren. Ja, ich gehe dann in den Scavenger. Setze mir den Helm auf. Kilian kann auch fahren, hat er ja gerade angeboten. Achso, ja dann. Du hast ja immerhin einen Langbogen, mit dem du schießen kannst. Oder dann halt auch noch die Harpunen. Oh ja, du hast recht, ja. Ich kann mal sehen. Wie viele Harpunen sind das? Ein oder zwei? Der letzte hatte zwei. Ist doch egal. So, ja, also, mir ist es egal. Entweder fährst du nicht gerne Harpune oder ich fahre und du kannst mit einem Langbogen oder mit einer Harpune schießen. Dann fahr du gerne. Also, ihr seht, dass beide Autos noch ungefähr so einen Tag später. Mhm. Sogar mit Spirit haben, meine ich natürlich so. So umfüllen kann man den Spirit aber nicht, oder? Nee. Schade. Es sei denn, du weißt etwas, was ich. Weiß ich nicht. Kann ich einen Schlauch in den Tank einfüllen und ein bisschen saugen? Seelsaugen. Ah. Oh. Tschüss. Ja. Beide auf einmal? Beide? Nee, nur einer. Good old Jack. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren beim nächsten Mal weiter. Ja, ich hätte den Typen gern noch gefragt, ob er uns was über die Typen erzählen kann, weil er ja anscheinend gewusst hat, er kannte sie auch beim Namen, zumindest den einen Häuptling oder er so. Er hat euch ja erzählt, dass das seine Gefolgschaft war, bevor sie ihm abgekauft wurde, mehr oder weniger. Wie sollte. Okay. Und abgekauft wurden sie von dem Bitteratem. Genau. Okay. Und der musste dann abhauen. Und
Jetzt haben wir seine Gefolgschaft getötet. Korrekt. Sieht er irgendwie mitgenommen aus oder Nö, so? Nö, er hat sich gefreut. Er hat jedes Mal gegrinst, wenn einer gestorben ist. Okay. Er lächelt hier, ist ja Lächler. Ja, aber da hat er noch immer ein bisschen breiter gelächelt als gestorben. Das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht.